Jetzt sind es nur noch 4 Wochen bis zu den Olympischen Spielen, auch nur noch 2 Wochen bis zur Abreise. Ich bin wieder zurück aus dem letzten Trainingslager, bevor wir dann abreisen. Wir waren 2 Wochen lang in Schweden. Dort haben wir uns getroffen mit meiner Trainingsgruppe, die ja überwiegend aus Skandinavien besteht, einfach weil es logistisch für jeden sehr, sehr einfach zu erreichen war und weil die Bedingungen sehr, sehr vielseitig waren und gleichzeitig auch relativ nahe kommen zu dem Revier in Japan, abgesehen vielleicht von der Hitze. Das Trainingslager war gut. Ich denke, wir sind alle recht gut in Form, auch wenn wir alle im Sport wahrscheinlich nie an dem Punkt sind, wo wir sagen, mehr geht nicht, es geht immer mehr. Die nächsten 2 Wochen steht nochmal im Vordergrund, den Kopf frei zu bekommen, ein paar letzte spritzige Einheiten auf dem Wasser mit Nick zu machen und ein paar spritzige Fitnesseinheiten zu machen. Und vor allem aber auch mental die richtige Einstellung mit nach Japan dann zu nehmen. Ein schönes Highlight in den letzten 2 Wochen war sicherlich die Olympia-Einkleidung mit der Team Deutschland-Kleidung. Dafür sind Alex und ich extra nach Hamburg gereist. Das ist mit Sicherheit ein großer, sehr motivierender Meilenstein in jeder Olympiakampagne. Am Ende sind Olympische Spiele ein Ereignis, was für einen Sportler das Größte ist und wofür man auch kaum irgendwie eine Routine entwickeln kann. Am Ende sind es meine 2. Olympischen Spiele. Und es ist auf jeden Fall ein besonderes, kaum beschreibbares Gefühl. Ich freue mich drauf, aber es ist auch, wie gesagt, ein gewisses Kribbeln da. Ich glaube, so soll es auch sein.